Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Witcher. Ja, diesmal. Bist du bitte ruhig? Ja, diesmal hoffentlich. Achso, warte, das machen wir kurz. Hey, lauf nicht in mich rein. Diesmal hoffentlich mit besser Qualität. Das sieht schon mal sehr gut aus. Wenn es nachher in der Aufnahme wieder kacke aussieht, dann fühle ich mich. Dann fühle ich mich gemobbt. Auf jeden Fall, jetzt dürftet ihr. Schlechte Schiffe oder schlechte. Ich hasse diese Leertaste. Erstens müsstet ihr vielleicht einen Unterschied sehen. Ja. Es ist leider wieder auch eine Bildschirmaufnahme, keine Spielaufnahme. Jemand, der sich mit solchen Dingen besser auskennt, hat sich da mal hingesetzt, konnte das Problem auch nicht lösen. Es muss wahrscheinlich irgendein Problem beim Spiel sein, dass es nicht funktioniert. Keine Ahnung was. Bei mir zu Hause funktioniert das ja auch nicht mehr ohne Bildschirmaufnahme. Genau. Derjenige hat auch ein bisschen deutlich mehr Ahnung von Witcher. Ich spiele es ja eher just for fun und keine Ahnung was. Und das war definitiv der falsche Knopf. Und hat mir hier jetzt rausgesucht, ich soll doch bitte die Schwerter hier benutzen. Und gleich gesagt, was für Verbesserungen ich da reinhauen soll. Habe ich noch nicht getan. Das sind ja meine alten Schwerter. Ja, muss ich da noch welche reinmachen. Soll ich jetzt noch welche machen? Oder ich weiß nicht, vielleicht stelle ich auch noch welche her, vielleicht. Ja, ist ja ein bisschen doof, die wieder rauszumachen. Dementsprechend kann ich da jetzt auch nicht einfach welche reinsetzen, weil dann werden die entweder zerstört. Oder... ja. Oder ich muss das komplette Schwert zerlegen, was ich ja auch nicht möchte. Und er hat mir hier so ein bisschen rumgelegt, damit ihr das auch seht. So. Damit ihr auch wisst, was abgegangen ist, außerhalb der Parts. Genau, ich habe jetzt zwei neue Schwerter und ich habe das. Ihr seht es wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt, aber Geralt sieht hier so ein bisschen grisselig aus, gerade sein Kopf. Also sehr merkwürdig. Ihr dürftet das wahrscheinlich jetzt auch nicht so gut sehen. Also dürfte bei euch wahrscheinlich auch ein bisschen komisch aussehen. Bei mir sieht es ein bisschen überbelichtet aus, wenn ich auf die Aufnahme drauf gucke, aber ich weiß es jetzt nicht. Keine Ahnung. Bei mir sieht Geralt auf jeden Fall ein bisschen grisselig aus, gerade im Gesichtsbereich. Sehr merkwürdig. Also da muss definitiv noch ein bisschen, glaube ich, gefixt werden, was eben das angeht. Obwohl da, glaube ich, schon ein kleiner Fix rauskam, aber was weiß ich. So... Wir könnten die Hauptquest weiterverfolgen. Wir haben auch hier ganz, ganz viele Nebenquests. Das ist ins Gellige. Obwohl eine Stufe 30 ist. Ja gut, dass wir definitiv schon Level 30 sind. Das ist irgendwas mit Quint. Das ist, da müssen wir Moisek besiegen. Nimm ihm eine einzigartige Karte ab. Oh ja, klar. Werde ich auch definitiv gewinnen. So. Okay. Oder wir machen eine Nebenquest erstmal weiter. Oder eine, haben wir einen Hexeauftrag? Wir haben auch Hexeaufträge, zwei Stück ins Gellige. Und wir haben zwei Schatzsuchen ins Gellige. Aber die würde ich jetzt noch nicht machen. Ja. Was muss man hier machen? Sprich mit Jura. Aha. Wir könnten einen Hexeauftrag machen. Wir könnten aber auch eine Nebenquest machen. Ich denke, wir fangen mal damit an und machen die Hauptquest mal noch nicht weiter. Zumal wir ja eh noch Nebenquests haben, die ich machen können, tun soll. Hier, die habe ich zum Beispiel sehr viel gemacht, aber nie abgeschlossen. Warum auch immer. Hier, Keira könnten wir irgendwann besuchen. Weiß ich nicht was. Wir haben auf jeden Fall sehr viel, das wir noch machen könnten, aber nicht getan haben. Wir sind ja auch mit hier in Novigrad WLAN sind wir ja noch nicht fertig. Hier unten. Nee, Quatsch. Mit WLAN sind wir. Mit WLAN sind wir halbwegs fertig. Mit Novigrad waren wir noch nicht fertig. Hier, das. Nee, hä, das ist doch das gleiche. Ich bin doof. Ach, man sieht die ganzen Fragezeichen jetzt nicht, weil ich nicht. Ah, man muss auf der Karte sein. Ich verstehe schon. Okay. Ja, genau. So, dann gehen wir erstmal dahin, wo wir hin müssen. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Da unten. Da waren wir ja noch.
Nee. Okay. Oh, hier ist ein Anschlagbrett. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir Schiffe oder schlechtes Wetter gibt es hüpfen. Nicht. Nur wertlose Matrosen. Da, bei dem Anschlagbrett gibt es bestimmt auch Menschen, die Dinge verkaufen. Obwohl. Ja. Die Rüstung, die ich bekommen habe, keine Ahnung, woher ich die habe. 1000 Blumen ist, glaube ich, aus der die Belohnung, die man bekommt oder so. Ich weiß es nicht. Da stand auf jeden Fall irgendwas mit 1000 Flowers. Aber ich habe mich nicht angemeldet. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob das das ist, was ich bekommen habe. Ich habe auf jeden Fall das. Und ich sollte definitiv ein paar Schwerter loswerden und Sachen. Und ach ja, genau. Ich habe auch jetzt eine bessere Armbrust zufällig gesehen, dass die besser ist und ausgerüstet. Genau. Ja. Gut. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles erzählt, was außerhalb der Parts passiert ist. So, dann reisen wir mal nach Ranwijk. Ranwijk? Nee, ich glaube Ranwijk. So, und gehen zum Anschlag. Bist du eine Erscheinung von Mörhorn? Wenn ihr im Wald etwas hört, das wie ein Grunzen von Tieren klingt, nur lauter, müsst ihr sofort ins Dorf zurückkommen. Oder? Ich hätte einen Fistländer heiraten können. So eines, das Kinder mit Haut und Haar verschlingt. Alles da! Ich schneide ihm den Bauch von innen auf. So! Und dann hau ich ihm auf den Kopf. So! Wir sollten Freya bitten, dass es so ist. Ja, die sind hier alle sehr. Okay, ja. Hallo! Worum geht's? Du siehst aus wie ein Kämpfer, der weit rumgekommen ist. Ich brauche deine Hilfe. Ich mache mir Sorgen um meinen Sohn. Er ist vor 2 Wochen aufgebrochen und nicht zurückgekommen. Würdest du nach ihm suchen? Wenn die Belohnung angesprochen... erst über meine Belohnung. Bam, bam, bam. Hab Erbarmen mit einem alten Mann. Lass ein paar Kronen nach. Niemals. Keiner Waren. Für niemanden. Okay, dann gehen wir runter auf... So viel? Ich werde mir was leihen müssen. Aber bitte, an meinem Jungen werde ich nicht sparen. Ja dann... Wo ist mein Sohn? Wo soll ich denn nach deinem Sohn suchen? Östlich von hier, in den Ruinen der Festung. Er ist mit einigen Halunken Fanfare aufgebrochen. Hatte sie in der Taverne kennengelernt. Sie haben ihm Flausen von einem Schatz in den Kopf gesetzt. Ich habe gesagt, Sohn, die Färöer sind Lügner. Du solltest dich nicht mit ihnen verbrüdern. Aber er wusste es besser. Wie erkenne ich ihn? Ich weiß bisher nur, dass er nicht auf seinen Vater hört. Ziemlich typisch für das Alter. Er heißt Olve, fröhlicher Kerl, lispelt ein wenig. Sein Aussehen ist nicht besonders, aber das letzte Mal, als ich ihn sah, hatte er eine gelbe Tunika an. Die schönste im Dorf. Er hat sie von mir zum Geburtstag bekommen. Ah. Das dürfte reichen. Ich sehe mich um, aber versprechen kann ich nichts. Ich habe jetzt schon deinen Namen übrigens vergessen. Irgendwas mit O, glaube ich. Olve? Was weiß ich. So, auf zum Anschlagbrett und ich sehe... Vielleicht kann ich bei dir ein bisschen Zeug loswerden. Hallo? Hallo. Sei gegrüßt. Wahrscheinlich eher weniger. Darf ich einen Blick auf deine Kräuter werfen? Ah, bei dir werde ich mein Zeug nicht los. Warum bist du denn ein Kräutermensch? Ach, die Trophäe kann ich... Ja, im Lager hätte ich auch vorbeigucken können. Wäre, glaube ich, klug gewesen. Aber hey! Was ist das? Kleine Quennenglyphe. Davon haben wir 8. Und ich setze die Nähe auf Klamotten. Beziehungsweise vergesse ich immer. Ja. So. Kannst du uns dann so irgendwas noch herstellen oder so?
glaube nicht. Kann ich auch eh alles selber herstellen. Glaube ich. Ja, nö. Also, tschüss. Bei dir werde ich mein Zeug nicht los. Ich treffe die zwei eh nicht. Bis dann. Wohl. Also mit der Maus. Also mit meinen Fingern kriege ich das schon hin, aber ja. Ich sollte mich mal heilen. Das wäre, glaube ich, auch mal ganz klug. So. Danke, ich weiß, dass ich sexy bin. Da wird einem gleich hinterher gepfiffen. Geralt fühlt sich geehrt. Oder so, keine Ahnung. So, Anschlagbrett, Anschlagbrett, Anschlagbrett. Beschluss des Ältestenrats. Der Ältestenrat hat beschlossen, dass es sich für die Söhne und Töchter von Ranwijk nicht ziemt, fremde Kleidung zu tragen. Wer eine Frau sieht, die Spitze, Satin oder Seide vom Festland trägt, darf ihr diese auf der Stelle vom Leib reißen und vernichten. Auch wenn ein Krieger nutzlose Glitzerrüstung oder Stiefel mit Goldschnallen trägt, wird er hart bestraft. Kannst du nicht einfach der Frau dann die Kleider vom Leib reißen und dann das schnell verbrennen und wenn die sich beschweren, einfach behaupten, die hat Spitze oder Satin oder Seide getragen? Ich sehe gerade, ich glaube, die Briefe sind auch ein bisschen überlichtet. Ah, das ist einfach... Ach, Namen sind irgendwie gerade ein bisschen blöd. Der weiße Wal gehört mir. Wer einen weißen Wal im Meer entdeckt, soll die Finger von ihm lassen. Er gehört mir. Wenn ihn jemand vor mir fängt, spieße ich ihn mit der Harpune auf bei Freya. Ismael. Mein Sohn Rolvo beschwert sich, dass er regelmäßig von den anderen Buben im Dorf verprügelt wird. Diesen Buben möchte ich eines sagen. Verprügelt ihn weiter und noch härter, damit er lernt, sich nicht zu beschweren. Wer sich nicht selbst verteidigen kann, ist es auch nicht wert, verteidigt zu werden. Saxi. Jawohl, so sieht Erziehung aus. Eivind hat Wort gehalten und einen Keiler mit bloßen Händen erwürgt. 3 Tage später ist er seinen Verletzungen erlegen. Hebt eure Hörner und Gläser auf sein Gedenken. Mietzdang? Keine Ahnung. Ich bitte alle um Hilfe, die mir helfen können. Jemand hat einen grausamen, tückischen Fluch auf mich gelegt und meine Familie... Ich bitte alle um Hilfe, die mir helfen können. Jemand hat einen grausamen, tückischen Fluch auf mich und meine Familie gewirkt, gegen den ich kein Mittel finde. Wer das Talent hat, solche Zauber zu brechen oder von einem klugen Mann oder Weideler weiß, der dies kann, der soll bitte in mein Haus bei Ranwijk kommen und mich von diesem Unglück erlösen. Ich werde nicht mit der Belohnung geizen. Ich habe gerade statt nicht erkundeter Ort, habe ich nicht ertrunkener Ort gelesen. Brief mit Yennefers Anweisungen. Haben wir den schon gelesen? Ich lese ihn mal einfach nochmal. Mein lieber Freund, ich hatte schon im Gefühl, dass wir in Vysemir keine Gelegenheit haben würden, miteinander zu sprechen. Also schreibe ich dir diese Nachricht. Ich weiß, dass wir beide uns viel zu sagen hätten, aber dafür wird später noch Zeit sein. Überhaupt würde ich einen Brief nicht dazu über für uns wichtige Themen zu sprechen. Jetzt habe ich es geschafft. Hat kurz gedauert. Der Grund für mein Schreiben, dich erwartet etwas Besonderes im Königspalast in Vysemir, ein Geschenk von M hier und auch von mir. Du kannst es jederzeit nach deiner Audienz bei ihm abholen. Wenn du den Thronsaal verlässt, gehe den überdachten Weg im Hof entlang, biege an der Ecke rechts ab und tritt durch die erste Tür zu deiner Linken. Du wirst dich in einem Raum mit Kamin wiederfinden. Geh durch die hintere Tür ins Nebenzimmer. Unter einem Fenster wirst du dort eine Truhe sehen. Falls diese Wegbeschreibung zu kompliziert für dich ist, kann dir der Kämmerer bestimmt weiterhelfen. Doch als erfahrener Spurensucher bist du sicherlich in der Lage, den Weg zu finden. Deine Freundin Yennefer. Alles klar. Ja. Ah, wir sind ein Kaninchen. So. Ihr habt ja aber hübsche Pferde. Habt schon mein Pferd gesehen? Na? Was? Schon beim Gedanken an den verfluchten Wald läuft es mir kalt den Rücken runter. Es ist das Zauberwerk der Geister aus Myrhok. Gefällt's dir hier? Du hast doch gerade irgendwas von Yennefer gesagt, oder? Hier ist mein Pferd. Das, so sieht ein Pferd aus.
Was? Okay, wir folgen dem Weg. Wackelt das ein bisschen? Warte, ich warte falsch. Oder bilde ich mir das nur ein? Keine Ahnung. Verlassene Städte. Ich bin immer noch überladen. Ich kann es aber nicht untersuchen. Das kann ich nicht. Hier kommen die Ertrunkenen her. Ich sollte es zerstören. Ja, da hinten sind auch welche. Ich kümmere mich mal zuerst um die Ertrunkenen. Die ist, glaube ich, ganz klug. Aber da steht Monixa. Oh, genau das entfuhr. Warum bin ich gerade so cool elegant ausgewichen? Richtig tot. Greif doch an, Geralt. Was drehst du dich? Habe ich gerade irgendwas... wurde da was aktiviert, was irgendwie macht von wegen... Schaden um 30%. Stark einfach 20. Keine Ahnung. Ah. Oh. Schon wieder auf die Leertaste. Gegen die Leertaste. Hier. Hui, hui. Ich muss sie nicht mal drücken. Ich muss sie nur nach vorne tun. Bring noch nicht weg. Ha. Ich hab dich geteilt. So. Du bist tot. Hi. Willkommen zurück. Ich würde gerne Gefahr bei so gerne mein Zeug einsammeln. Ich sehe etwas, was ihr vielleicht auch schon gesehen habt. Nein. Auf der Karte. Der Hexer hat das Monster getötet. Jo. Sie brauchen ziemlich lange. Oh. Haben Sie sich vielleicht verlaufen? Sie transportieren seit 20 Jahren Holz auf dieser Straße. Und du denkst, sie hätten sich verlaufen? Wurden sie vielleicht von Dryaden entführt? Großvater hat erzählt, dass im Wald früher welche waren. Oh, ich hätte nichts dagegen, von einer Dryade entführt zu werden. Du bist ein Dummkopf. Weißt du, was sie mit Männern wie uns machen? Sie schlitzen uns auf und hängen unsere Eingeweide als Warnung für andere in die Bäume. Was willst du von mir? Weiß nicht, ich wollte mich in euer Gespräch mit eingliedern. Das wird interessant gewirkt, aber ihr wollt anscheinend nicht. So. Hallo. Was bringt dich her? Hauptsächlich, ich möchte... Ich würde mir gerne mal deine Waren ansehen. Zeug verkaufen. Ach, wenn ich bei dir jetzt nicht so viel bekomme... Na? Kauf mal die Standarddinger. Und wenn das hier irgendwie so... Mal, wie viel man dafür zurückzahlen muss. Ich krieg dafür nur so ein mini bisschen was. Und... Na. Und... Muss so viel zahlen. Will ich irgendwie nicht so verkaufen. Auch wenn es vielleicht ganz schlecht wäre, das alles auszurüsten. Ich weiß es nicht. Ja.
genau. Hier könnte ich vielleicht noch verkaufen, auch wenn es keinen Unterschied macht. Ich bleib eh überladen. Ach ja. Sorry, da bin ich einfach zu geldgeil. Jawohl. So. Die Funken fliegen. Alte Runen in der Klinge liegen? Ach nee. Was? Versuchst du gerade zu dichten? So, ich laufe jetzt hier hin. Ich sehe, ihr habt üble Dämpfe auf dem Festland. So, und dann heile ich mich. Weil das ist ja dann weg. Und dann mache ich das hier wieder und... Okay, Plätze... Letzte Nacht gebracht. Durch einen spezifischen Tunnel. So, dann reiten wir weiter, 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 weiter. Weiter, weiter, weiter. Halt! Langsam. Ja, so. Ein paar Pflanzen sind hier. Ist hier irgendwo ein Diebeslager? Ja, nein, vielleicht. Ich weiß nicht, was du hier gesucht hast, Wanderer, aber gefunden hast du den Tod. Haha! Boom, boom, bam, bitch, touch. Oh. Voll cool. Na, 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 na. Einer nach dem anderen. Bitte, danke. So ist fein, so ist fein. Oh, und die das Tagebuch. Brinold, du magst fett sein wie eine Robbe vor dem Winter und aus dem Maul stinken wie eine Jauchegrube, aber dein Kopf ist brillant. An den Lehmabdruck von dem Schlüssel anzufertigen, wie clever. Ich kann nicht fassen, dass ich nicht selbst drauf gekommen bin. Ich schleiche mich nach Einbruch der Dunkelheit in die Schmiede, Kului. Kuliu lag genau dort, wo du sagtest, in ein Öltuch gewickelt in einem Behälter. Welch eine Klinge. Sie liegt in der Hand wie die Wie die Brüste einer herrlichen Frau. Sie ist spitz wie eine Nadel. Sie trägt Edelsteine am Heft. Ich war so hingerissen, dass ich diesem Armleuchter Olaf gar nicht kommen hörte. Er hätte mich erwischt, wäre er nicht gestolpert und hätte sich das Maul aufgehauen. Wir stehen in der Gunst der Götter. Jetzt müssen wir das Schwert verkaufen. Einfach wird das nicht. Wer hat schon so viel Geld? Und wer will schon Krach erzürnen? Zum Glück kennt mein Bruder Irjan einen Kaufmann namens Gimre, der immer Abnehmer für solche Gebrauchtware findet. Sie werden sich im alten Fort bei Fürestal treffen. Vielleicht schließen sie einen Handel mit Lugas? Er hat ja Gold wie Heu und kein bisschen Angst vor Kreid. Du sei gegrüßt, alter Ziegenbock. Sveina. Okay. Die Schwert, die packen wir mal weg. Brauchen wir ja gerade nicht. Meins. Alles meins, alles meins. Alles, alles meins. So. Schubdi-dubdi-du. Jetzt müssen wir noch auf die andere Seite laufen. Ich wollte eigentlich das da oben hier angucken und habe gar nicht auf die Banditen geachtet oder die gesehen. Und ihr habt so eine große Truhe. Und das Einzige, was ihr reingepackt habt, Banditen, war ein Becher. In dieser kleinen Truhe ist mehr drin. Ist das euer Ernst? Ah, ich kann hier einfach durchlaufen. Okay. Okay, okay. Gut. So, dann laufe ich hoch und gucke mir an, was es hier so gibt. Ein Altar.
mit Essen und Kerzen und ein paar Blumen, die nicht weggeweht werden. Und ich, okay, ja, ich bin schon wieder gegen die Leitertaste gekommen. So, hier ist nichts. Okay. Jetzt müssen wir zum alten Fort. Wo zur Hölle ist der? Irgendwo da unten. Ja, nee, da gehe ich jetzt nicht hin. Ich müsste ins Lager mal. Wir können aber auch vorher hier hinreiten. Zu dem Anschlagbrett hier. Ich glaube, das machen wir. Und ja, ja, ja. Ich habe es schon verstanden. Ich habe schon verstanden. Du willst dich gerne gebraucht fühlen und lässt dich deshalb sehr leicht drücken. So. Auf Plätze. Reiten wir. Haben wir eine Chance gegen den? Ich laufe nur zurück, damit ich an einer sicheren Stelle speichern kann, hoffe ich. Lauf doch, Geralt. Quenya da. Oh. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Cool. Neue Quest, harte Zeiten. Aha. Was ist denn das? Ach, hier, hinter mir. Schön, ein Zyklopenauge. Ah ja, okay. Das Blut ist sogar noch feucht. Das war kein fairer Kampf. Hatte keine Chance. Nö, wieder auch auf einen zugerammt. Zugerammt. Zugerannt kommt. Zugerammt könnte auch passen. Weil. Wenn der dich trifft, dann rammt der dich weg. Oder so. Ja. Wo ist die? Ich kann... Ah, hier sind noch Spuren. Jetzt sehe ich sie. Gerade habe ich nicht gesehen. Weil ich blind bin. Es tut mir leid. Die Spur ist noch frisch. Okay, jetzt muss ich der Spur folgen. Das Blut ist sogar noch feucht. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte einfach nur zum Anschlagbrett. Das Blut ist sogar noch feucht. Okay, ich glaube, Geralt sagt nichts anderes als das. Plätze, komm mal her. Beeil dich. So, ist fein. Noch eine Spur. So, was seid ihr für Viecher? Huch. Das wollte ich nicht. Ach, Ghule. War der eine Level 9 und der andere Level 19?
Oder waren beide Level 19? Ich habe mich bei dem einen nur verguckt. Keine Ahnung. Noch ein Opfer. Lieb an Janne. Janne, mein liebster Sohn. Wir sind derzeit vom Pech verfolgt. Das Schiff von Singas Mann ist auf der letzten Expedition im Sturm zerschellt. Bjorn hat überlebt, den Göttern sei Dank. Aber es werden Wochen vergehen, bevor der Kapitän wieder ein Schiff gebaut hat. Und bis dahin muss das Leben weitergehen. Wir essen jetzt von den Wintervorräten. Ich wage nicht daran zu denken, was geschieht, wenn sie aufgebraucht sind. Darum schicke ich Singa zu dir und bitte dich in unserer aller Namen um Hilfe. Wenn du kannst, gib Singa Arbeit und dann kommen Bjorn und ich zu dir nach Kaer Trolde. Vielleicht gibt es auch für Bjorn Arbeit am Schmiedefeuer. Und wenn ihr auf Kaer Trolde auch keine Arbeit habt, dann leihe Singa bitte wenigstens ein paar Kopper. Ich zahle dir alles mit Zinsen zurück, wenn wir die Not überwunden haben. Es glaubt an ein gutes Herz und dankt dir im Voraus, deine liebende Mutter. Bjorn haben wir, glaube ich, schon getroffen. Gib dem Schmieden Kaer Trolde den Brief. Ja, da wollte ich eh hin. Dann. Aber nicht jetzt, nicht jetzt. Wollte zum Anschlag. Was ist denn hier? Gut, eigentlich wollte ich noch schnell zum Anschlagbrett reiten, aber jetzt habe ich das hier entdeckt. Das sieht interessant aus. Das heißt, dann werde ich jetzt einfach hier den Part beenden. Und das gucken wir uns dann im nächsten Part an. Ne? Ja. Denke ich, ist es. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Bye, bye.